die Schweiz. Ein Land mit viel Geschichte und Brauchtum. Über 300 traditionelle Handwerke hat es einmal im Alpenland gegeben. Es werden immer weniger. Und doch gibt es sie noch. In gewaltigen Landschaften verstecken sich zahlreiche Werkstätten. Gefertigt von Menschen mit Leidenschaft und einer Hingabe für einen ländlichen Ursprung. Wir zeigen Ihnen die schönsten Facetten der Schweiz. Und die außergewöhnlichsten Geschichten. Das ist Schweizer Landliebe. Und der Landliebe-Koch Studi nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise. Herzlich willkommen bei Landliebe TV. Der Sommer 2016 war ja wirklich wunderschön. Von mir gibt es eine schöne Erinnerung an den Sommer mit einem feinen Ratatouille und einem knallgrünen Lamm. Wie es funktioniert, sehen Sie jetzt gerade bei mir. Zudem besuchen wir heute Pia Öxlin im Kanton Schwyz. Die Hauswirtschaftslehrerin wohnt am Lauerzersee in einem Haus mit grossem Garten. Und in diesem Garten hat Pia 30 indische Laufenten einquartiert. Die geselligen Tiere sind nicht nur mutige Entdecker, sondern auch grosse Helfer gegen die Schneckenplage. Beim Studi gibt es heute ein knallgrünes Lamm mit herbstlichem Ratatouille. Hier haben wir Ihnen schon mal den Einkaufszettel vorbereitet. Rosmarin, Thymian und Peterli. Ich habe jetzt alles fein gehackt. Und es gibt eine wunderbare Kruste, die uns garantiert an den Sommer erinnert. Das geben wir jetzt alles hier auf eine Platte. Das Lamm habe ich schon 5 Minuten angebraten und 5 Minuten im Ofen ziehen, bei etwa 180 Grad. Jetzt sieht es so aus. Wunderbar. He? Schöne Kruste, aber es ist natürlich noch nicht ganz fertig. So, das heisst, jetzt wirklich ein guter Trick für daheim. Lammrücken schön putzt, das ist ein Lammreck, sagt man dem. Beim Metzger kann man es so vorbestellen. Also butterzart. Und es sollte natürlich am Schluss dann schön rosa werden. Jetzt mache ich Folgendes. Wir bringen ein bisschen französische Aromatik in unsere Küche. Ich habe einen guten, groben Dijon-Senf mit dem Pinsel bestreichen. Und das gibt jetzt einen schönen, feinen Geschmack ins Fleisch hier. Es ist einerseits Geschmack und andererseits ist es auch wie ein Leim. Weil an diesem Senf heben jetzt die Kräutchen wunderbar. Also wir drücken jetzt den Lammrücken in die Kräutchen rein. So, und jetzt sieht man schon. Das ganze Aroma geht jetzt direkt in das Lamm rein. Und dem Lamm geht es jetzt wirklich gut. Und jetzt kommt es noch mal 5 Minuten in den Ofen. Etwa 180 Grad. In der Zwischenzeit mache ich das Ratatouille. Wir sehen uns nachher gerade. Während das Lamm im Ofen ist, gehen wir in die Innerschweiz. Auf Lauerz. Die Gemeinde im Kanton Schwyz hat rund 1000 Einwohner. Das Dorf ist umschlossen von der Rigi und den beiden Mütten. Hier direkt am See wohnt Pia Öxlin. Die 58-jährige Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin hat mit ihrem Mann ein Haus mit Umschwung. Und in diesem grossen Garten besondere Bewohner. 30 indische Laufenten warten jeden Morgen sehnsüchtig auf ihr Futter. Guten Morgen. Gypsy, komm. Gypsy, kommst du zu mir? Also ich gehe in der Bäckerei Altbrot posten und gebe ihnen das am Morgen, weil ich sie nicht ins Land hochlassen kann. Darum können sie auch zu wenig Schnecken fressen. Sie müssen aber Gras haben und das ist jetzt eine Jungaufzucht. Und die Älteren sind dann nachher einfach auch ein bisschen,
genügsamer. Die fressen das Korn, das ich ihnen gebe, und das Brot. Und dann zwischendrin kommen sie auch noch ein bisschen Teigwaren über. Die Laufente ist ein Herdentier. Manchmal müsste Pia Öxlin darum ein bisschen nachhelfen. Sie ist noch eine in der Hütte und sie sind sehr sozial eigentlich. Sie bleiben jetzt da, sie gehen nicht weiter runter, weil einfach die eine fehlt. Die Jungzucht sind alles forellenfarbige Entli. Der Nachzügler ist ein Weibli, der schon das schöne Pferdekleid für den Winter trägt. Hier sieht man ganz schön den klaren Spiegel, schön gezeichnet. Zur Pia Öxlin, ihrer reinrassigen Entenzucht, gehören neben den forellenfarbigen auch die silbrigen und schwarzen Enten. Die Enten können sich frei bewegen. Die Freiheit hat aber ihren Preis, wie der Erpel Muck vor ein paar Wochen müssen erfahren. Sein Weibli hat das Bein gebrochen und ist eingeschlöfert worden. Bei Entenpärchen, die ein Leben lang zusammenbleiben, sorgt das für Herzschmerz im Tierreich. Und jetzt dunkt's mir, ist der Muck ein bisschen traurig. Er kommt auch nicht ganz zu mir ran. Schön, früher ist er immer zu mir ran gekommen, begrüßt am Morgen. Es war der Erste. Jetzt hat ihn der Edi abgelöst. Der Edi ist von der Pia von Hand aufgezogen worden, weil ihn seine Mutter verstoßen hat. Ja, guten Morgen. Ja, Sali, Edi. Hä? Hoi. Du. Komm. Ja. Hä? Gut. Pia Öxlin lässt sich ganz aufs Obentürlaufenden ein. Ich denke, das Geheimnis ist, dass man sie gern hat und dass man die Möglichkeit gibt, so zu leben, wie sie müssen. Oh, das hättest du können sparen, Busch. Ja. Das gibt dann nachher eine herrliche Dusche. Ursprünglich ist Pia Öxlin gelernte Topf- und Zierpflanzengärtnerin. Und wie alle, die einen Garten haben, kämpft sie gegen die Schneckenplage. Statt hochgiftige Schneckenkörner setzt sie ihre Enten auf die Plage an. Eine indische Laufente frisst nämlich pro Tag 14 bis 20 Schnecken. Mit der Idee, dass sie ihre Enten auch anderen auslehnen können, ist Rent ein Ent als Geschäftsmodell geboren. Für 5 Franken am Tag vermietet Pia eine Entenbar. Momentan hat sie 20 Enten mit Häuschen ausgelehnt. Ihr Mann zimmert ihr die Entenböchsle und hilft überall dort, wo Pia ein paar Hände mehr braucht. Die Pia gibt ihre Enten aber nicht jedem. Es ist ihr wichtig, dass ihnen gut geschaut wird. Also ich frage auch immer, wo sie ankommen. Ich verlange auch immer Fotos vom Garten. Dann sehe ich auch gerade, ein bisschen, wie die Leute auch arbeiten. Wenn ich sie gerade unumgänglich sofort bekomme und die Leute sehr engagiert sind. Nachher nehme ich an, dass sie auch für die Tiere sehr engagiert sind. Und mir ist es wichtig, dass ich merke, dass sie Tierli gern haben. Die Entenzüchter fährt den Nachbarskanton Zug. Dort hat Familie Baumann einen grossen Garten und braucht 2 hungrige Mühler gegen ihre Schneckenblöcke. Wir haben ja noch 2 Hunde, die in diesem Rasen sind. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mit Schneckenkörnern. Ich will das nicht. Und die auch abends mit der Schere verschneiden. Ja. Und dann habe ich mal das gehört, man könnte die auch mieten. Und habe gesucht im Internet und die Frau Öxli gefunden. Und dann haben wir das erste Jahr die Enten gehabt. Das war super. Das war einfach genial. Sie nehmen ja nicht nur Schnecken, sie nehmen auch sonst irgendwelche Larven von Ungeziefer. Und jetzt machen wir das alle Jahr und haben kein Problem mehr mit den Schnecken. Und er macht es noch extrem Freude. Das ist sehr lustig, denen zum Zuschauen, wenn sie baden, wenn sie durch den Garten rennen und sie zum Wasser kommen und die Schnecken abspülen. Das hat sehr hohen Unterhaltungswert. Ja. 3 Wochen bleibt das Entenbärli auswärts und frisst den Garten von des Baumanns leer. Die Pia ist wieder daheim in Lauwerz und treibt alle Entli in ihre Schlafstadt. Weil es viele Füchse und Marder in der Umgebung hat, ist es ganz wichtig, dass sie in der Nacht in einem sicheren Häuschen sind. Erst dann ist auch die Pia beruhigt.
Schlafen gut. Tschüss zusammen. Es gibt etwa die Situation, dass ich noch einmal gehe, schauen, ob ich jetzt die Türen wirklich zugemacht habe. Ich höre sie gerne schnattern. Und für mich ist es eigentlich auch beruhigend. Mir würde etwas fehlen, wenn ich sie nicht mehr hätte. Zurück zum Studi in die Landliebe-Küche. Mein Atelier ist schon fast fertig. Jetzt kommen noch ein paar Cherry-Tomaten dazu. In diesem Fall sind es Datteltomaten. So sieht das jetzt aus. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall Knoblauch. Das ist so die Basis für mich, für ein gutes Ratatouille. Aubergine, Peperoni, Zucchetti sind drin. Alles fein geschnitten, ein paar Zwiebeln sind noch drin. Und jetzt die Datteltomaten dazu. Klassisch ist eigentlich mit Tomatenpüree, aber ich finde, die Frische von diesen Tomaten, das macht es noch aus. Ganz am Schluss dazugeben, damit sie nicht verkehren. So, das sieht toll aus. Jetzt schauen, wie es dem Lamm geht. Aber ich glaube, 5 Minuten sind vorbei. Das könnte gut werden. Sehr schön. So, es ist immer noch wunderschön grün. Aber jetzt ganz wichtig, geben Sie dem Lämmchen ein bisschen Zeit. Es muss ein bisschen ausruhen. Das heisst, der Fleischsaft muss sich jetzt erst sammeln. Wenn wir es jetzt wieder anschneiden, wird der ganze Saft rauslaufen. Und das wollen wir nicht. Also, 3-4 Minuten. In dieser Zeit vollenden wir das Ratatouille. Das heisst, da kommt jetzt noch Frische dazu, in Form von Peterli. Und zwar nicht gehackt, sondern einfach zupfen und gleich reingeben. Das gibt eine wunderbare, schöne, leicht nussige Note. So, da sind wir schon bereit zum Anrichten. Ich habe schöne Platten, natürlich vorgewärmt. Und da kommt jetzt das Ratatouille, geben wir es gerade in die Mitte. Die wunderschöne, leuchtende Farbe vom Sommer. Ich sage Ihnen, das schmeckt so fein jetzt da bei mir in der Küche. Toll. Jetzt kommt das Lamm. Ich habe gesagt, knallgrün und rosa soll es sein. Schauen wir mal zusammen rein, wie das aussieht, wenn man es anschneidet. Fantastisch, ne? Genau so soll es sein. Auf den Punkt. Das tun wir jetzt schön aufschneiden mit den Knochen. Und jetzt geben wir das wunderbare Lamm direkt auf das Ratatouille drauf. So, und dazu gibt es noch ein bisschen eingekochte Pschü. Habe ich parat gemacht, das passt einfach dazu. So, und damit Sie als Grüne sehen, kehre jetzt die ganze Platte mal. Da, wunderschöne Kräuterkruste dran. Das Lamm auf dem Punkt, auf einem knackigen Ratatouille. Eine Erinnerung an den wunderschönen Sommer. Ich sage, ein guter Miteinander. Das Rezept und die ganze Sendung finden Sie unter landliebe.ch. Nächstes Mal sind wir zu Glarus beim Kupferschmied Walter Hauser. Er ist einer der letzten in seiner Zunft und fertigt mit viel Fingerspitzengefühl grandiose Käskässe aus Kupfer. Und der Studi zaubert ein Gericht mit herrlichen Herbstaromen. Eins ist sicher, nächste Woche gibt es einen Kürbissalat. Lauwarm, aber entweder aus Butternut oder aus Hokkaido. Ich weiss noch nicht. Schauen Sie unbedingt hier. Bis nächste Woche. Noch mehr Landliebe finden Sie am Kiosk oder im Landliebe-Radio.